Guten Morgen Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und willkommen bei einem weiteren Video. Heute am Start, one and only, Isolinho, Macadinho, Chocolinho. Die Spitznamen hat dir noch niemand gegeben wahrscheinlich in deinem ganzen Leben. 24 Jahre, kein Kontakt. Im heutigen Video testen wir drei Spots. Einen Spot hat der liebe Herr ausgesucht und zwei Spots habt ihr auf Instagram ausgesucht. Danke trotzdem an alle, die mir Sachen zugeschickt haben. Kuss geht raus. Auf jeden Fall starten wir den Tag mit einem kleinen Frühstück, wo wir uns ein bisschen einfach das Studentenfrühstück gönnen. Egg Benedict, Mac Benedict, Egg Janet. Nur Studenten essen Avocado. Dann geht's weiter. Wir werden heute ein mieses Philly Cheesesteak probieren. Und zu allerletzt probieren wir einen neuen Laden, der gestern eröffnet hat in München, der Cookie Dough verkauft. Viel Spaß in diesem Video. Kuss geht raus. Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget. Ich werde keine Strafzeit mehr bezahlen. Keine Strafzeit kosten. Das Wetter ist gut in München. Es ist so 22, 23 Grad. Ich wusste nicht, ob ich lange oder kurze Hose anziehen sollte. Und wir starten jetzt bei, wie heißt das Restaurant? Mary's Garden Club. Ich kenne den Laden nicht, bin ehrlich. Iso hat den rausgefunden. Wir starten mit einem entspannten Frühstück. Rechts an der Seite. Ah, ja. Nein. Danke. Magst du Halloumi? Halloumi-Käse, oder? Mhm. Es gibt ja so Halloumi-Fries, gibt es auch bei Türkisch. So ja, können wir nehmen. Auf jeden Fall, Mary's Garden Club. Es gibt von süß bis Sachen aus dem Ofen, Burger-Favorites und so ein paar Signature-Sachen, die sie halt immer haben, von Bowls bis Avocado und Ei-Spezialität. Von Rührei, Egg Benedict, glaube ich, gibt es jetzt direkt nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine riesen Auswahl. Ich weiß noch nicht genau, was ich nehme. Iso ist sich auch noch nicht einig, denke ich, aber wir werden gleich mal schauen, was wir bestellen und dann gebe ich euch Bescheid. Eislatte hätte ich gerne. Coconut oder Mint? Ja, dann Coconut. Ich hätte gerne ein Cappuccino. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt entschieden. Du nimmst Avo Smash mit Lachs. Und einmal Feta, einmal Lachs. Einmal Feta, einmal Lachs. Und ich nehme Avo Smash mit pochiertem Ei. Das heißt, ich habe mein gefühltes Egg Benedict. Ein paar Sekunden später. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall reingesetzt in das Restaurant oder in dieses kleine Café. Es ist richtig süß eingerichtet. Ein bisschen girly so, aber trotzdem stylisch, muss man ehrlich sagen. Und da kommen unsere Cafés. Yes. From you? Yeah, yes. Thank you. Thank you. Enjoy it. Bruder, sauber, alles verschüttet. Was ist das? Cold Brew, gell? Ist es so kalter Kaffee? Ja. Check. Also Freunde, auf jeden Fall nach einer, ich würde sagen, einer etwas unangenehmen, längeren Wartezeit stehen hier trotzdem zwei sehr, sehr schöne Teller. Einmal haben wir bei Iso dieses schöne Lachsbrot mit dem Feta-Käse und bei mir zweimal pochiertes Ei. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ich hoffe mal, das Eigelb ist innen flüssig so, aber sieht auf jeden Fall gut aus, sehr schön angerichtet. Ich würde sagen, wir probieren einfach. Und? Bist du zufrieden? Ja. Wie ist der Lachs? Sehr gut. Ja? Mhm. Sehr stark. Sieht doch sehr, sehr gut aus. Schwer. Die sparen auch nicht. Schau mal, die haben gut Lachs drauf gemacht. Willst du probieren, Bro? Gleich. Also pochiertes Ei heißt ja, dass das Ei in so ein bisschen Wasser langsam geschmort, gegart, wie auch immer wird. Sehen mir zu perfekt aus. Ich denke mal nicht, dass die jetzt im Wasser gemacht wurden. Also flüssig ist ja. Von stabil, Bro. Stark. Ist doch so essbar gemacht, weißt du, ich meine? Ja, ja, ist eh gut. Kann nichts sagen. Aber die sind trotzdem, du weißt, was ich meine, die sehen zu perfekt aus. Ich muss ehrlich sagen, gute Wahl dieser Spot. Zitrone, Avocado, das Ei schmeckt gut, bisschen Chiliflocken, bisschen schwarz und weiße Sesam. Sehr, sehr gut. Ja, Freunde, das Toast, ganz ehrlich, Real Talk, war genau das, was ich mir gewünscht habe. Und wenn ich sowas kriege, dann ist es on point. Was sagst du? Richtig geil. Richtig gut, gell? Ja, Mann. Wenn ihr so eine Dame habt, kommt mit ihr hierher, trinkt ein Frappuccino, Marcuccino, wie die auch alle heißen. 4,50 Euro kann man sich gönnen. Diese Toasts
ganz kurz, damit ihr auch wisst, was das kostet. Abo Smash kostet 9,90 Euro, so. Und mit dem Topping von 2 Euro bis 5 Euro. Lachs ist das teuerste. Genau, aber es sind 2 Toasts. Also zum Beispiel, wenn ihr Lachs nehmt, kriegt ihr 2 Toasts mit Avocado und Lachs und zahlt 14,90 Euro. Finde ich, eigentlich ist es schon okay, Bro. Man darf echt nicht meckern. Und die benutzen auch Sauerteigbrot, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist schon, oha, Sauerteig-Dinkeltoast. Okay. Auch wenn ihr Veganer seid, es gibt hier Kuchen, vegan. Damit will ich aber nichts zu tun haben. Ich will Kuchen mit Fleisch. Und was ich auch sagen muss, der Cappuccino, ich bin kein Kaffeekenner oder so. Im Fachjargon würde man sagen, er hat gemundet. Ganz kurz, was geht hier ab? Sahne oder Ice Cream? Sag bitte Ice Cream. Es ist kein Eis, es ist aber auch keine Sahne. Ich weiß, was es ist. Bitte probier mal. Das ist Quarkcreme. Es ist Bananenbrot, gell? Ja, ich glaub's. Boah, ist schön. So, Bruder. Honig. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist ein kranker Spot hier. Es wird irgendeine Quarkcreme sein oder so. Das ist wahrscheinlich das beste Bananenbrot, was ich je kenne. Ich auch. Aber nur dreimal in meinem Bananenbrot. Wir essen jetzt Bananenbrot auf und dann sehen wir uns gleich draußen. Eine Ewigkeit später. So, Freunde, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir haben einen neuen Hotspot in München. Mary's Garden Club. Ich weiß nicht, was für eine Straße das ist. Ich werde das unter dem Video alles markieren. Genau, deswegen, ich würde dem Laden jetzt so aus dem Stegreif einfach eine 9 geben. So perfekter Frühstücksspot, um ein bisschen Kaffee und sowas zu naschen. Ich will ich kann auch den nehmen. Nach einem guten Essen. Man sucht sich eine schöne Bank und gönnt sich einen schönen leckeren Orangensaft, eisgekühlt. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade dran gerochen habe. Gute Besserung, Bruder. Das Frühstück ist noch nicht wirklich verdaut, weil einer von uns beiden hatte diese großartige Idee, sich Bananenbrot zu bestellen, nachdem er 2 Toast mit Avocado und Lachs und Schafskäse gegessen hat. Wie lecker war es? War gut, war gut. Egal, nächster Laden, den habt ihr mir empfohlen. Jones American Diner, bliblablub. Die Empfehlung kam von Vita Di Gianni. Kuss geht auf jeden Fall raus. Ich sage aber ehrlich, ich werde da auf jeden Fall kein Philly Cheesesteak probieren. Oder willst du eher Philly Cheesesteak probieren? Gerade will ich gar nichts probieren. Gut, dann sind wir uns einig. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's mit dem Video. Ich glaube, der Burger ist krasser. Ich bin einfach ein Burger-Mensch. Philly Cheesesteak werden wir auch noch probieren. Aber weißt du, wo ich es probieren muss? In Philadelphia, so richtig. Nicht in München. Ah, so eine. Macht keinen Sinn. In Philadelphia also. Ja, deswegen liked und kommentiert, damit ich nach Philadelphia fliegen kann. Like noch einmal, ich will mitkommen. Angekommen in der Stadt. Ist nicht weit gewesen von dem anderen Lokal, wo wir heute morgen oder spät morgens waren. Und jetzt schauen wir mal zu dem American Diner Jones. Schauen einfach, wie gut dieser Burger ist. Ich muss ehrlich sagen, dieses Bananenbrot liegt immer noch in meinem Magen. Eine Ewigkeit später. Ich habe mal den Höflichen gemacht, ich bin jetzt mal reingegangen. Also die Besitzerin möchte auf jeden Fall, dass man im Laden drin nicht so wirklich filmt. Weil manche Leute filmen den Laden oder mieten den Laden für Filme, aber kein Problem. Ich darf draußen euch das Essen zeigen. Wir haben jetzt ganz traditionell bestellt Philly Cheesesteak. Ich sage aber ehrlich, ich werde da auf jeden Fall kein Philly Cheesesteak probieren. Ich habe mir gedacht, okay, wenn schon jemand vorgeschlagen hat den Laden, dann machen wir komplett. Wir probieren Philly Cheesesteak. Salut, Cheesesteak. Okay, woher kommt Philly Cheesesteak? Salut, so, von Philadelphia. Yeah, man. You're the man. Skirpau, yeah, flex. Also, wenn wir hier die Karte anschauen, es gibt Starter Snacks, Crunchy Salads, American Sandwiches. Dann gibt es hier irgendwo Philips Cheesesteaks, was anderes. Chicken Cheesesteaks. Jones Special, also es gibt sehr, sehr viel Auswahl. Hier Burger, keine Ahnung, wie viel Burger. Es gibt eine große Auswahl an Shakes, Hot Drinks, Sweet Dreams. Was ist aber Delight? Ja, du hast groß bestellt. Ah, okay, passt. Und Bier gibt's und Soft Drinks.
dass ich drin nicht filmen kann, ist zwar ein bisschen schade, aber ich blende euch mal ein paar Bilder ein, die ich einfach aus Google rausziehe. So, es hat schon diese Metall, dieses rote, überzogene Leder bei den Stühlen und den Sofas. Die Tische sieht schon einfach nach American Diner aus. Wir haben das schon in L.A. gehabt und so. Auf jeden Fall cooler Laden. Und jetzt schauen wir einfach gleich, wie das Philly Cheesesteak schmeckt. Boah, ich mag dieses Gefäß mit so übertrieben viel Eiswürfeln. Ist geil. Ja, ist mehr Eis als Cola, aber scheiß drauf. Ja, ey. Peppermint. Skrr. Flex. Pow. Dankeschön. Ich bin gerade mit Randy beim Essen. Eieiei. Bruder, das ist ja kein Burger, das ist ja Hotdog, ne? Philly Cheesesteak, Bruder. Philly Cheesesteak habe ich zuletzt in Miami kein gutes gegessen, auf jeden Fall. Hier, muss ich ehrlich sagen, sieht mir schon sehr, sehr gefährlich aus. Zwiebeln, Steakfleisch, Cheddar Cheese, Ciabatta Brot und in London würden wir sagen, some Chips, not Fries. Chips, Bruder. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt müssen wir nur schauen, wie das Ganze hier schmeckt. Schaut euch mal diese Form von dieser Pommes an. Das sind sogar gute Pommes, Bro. Hast du das schon mal gegessen, Philly Cheesesteak? Ja, als wir es halt probiert waren. Ah ja, stimmt. Kuss geht raus an Umut. Er hat uns auch einmal Philly Cheesesteak gemacht. Wenn die sich jetzt so American Diner nennen, okay, das muss der Shit sein. Ich sag's dir ehrlich, sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht. Das Problem ist, ich bin auch kein Profi, was dieses ganze Philly Cheesesteak angeht. Am Ende des Tages ist die Frage, schmeckt sie oder schmeckt sie nicht? Das ist es. Es kann auch aus Amerika sein und weniger gut sein. Könnte hier besser sein als in Amerika. Ja, das könnte ich auch gut. Ein Inder zubereiten, das könnte besser als Amerika. Hey, es hat nichts damit zu tun, dass Inder nichts machen können. Aber. Gell, warum aber jetzt Inder? Hey Leute, ich liebe Inder, Mann. Ja, das war jetzt echt. Und Shah Rukh Khan ist mein Vorbild. Eieiei, Zwiebeln, Steakfleisch. Sogar diesem Teil hat Tiger ist die Taste gemacht. Oh ja. Okay, wir haben böse Schmerzen, Bruder. Jei. How is that thing? Ist zwiebelig. Zwiebelig. Ich nehme noch einen kleinen Void. How is that thing? How is it? Dir fehlt Schärfe, ich weiß es jetzt schon. Mir fehlt sowieso Schärfe, aber das isst man auch nicht scharf. Ich muss aber ehrlich sagen, Brot stark. Steak bin ich mir noch nicht sicher. Schöner Zwiebelgeschmack. Käse nice, nur was ich halt bemerkt habe ist, der Käse ist wirklich nur oben als Decke und dazwischen fehlt mir ein bisschen der Käsejuice. Es ist trotzdem gut, das ist auch Öl, also man sieht auch das Öl. Ist es so ölig? Ja, ja, ist ölig. I don't like that thing. Ne, es ist eh gut, Bruder, du kannst das Öl nicht vermeiden, wenn du so viel Fleisch und Käse und sowas zusammenbringst. Ich werde mir gleich was überlegen. Willst du noch so eine Soße? Barbecue-Sauce. Eine harsche Barbecue-Sauce. Ich würde sagen, du probierst jetzt mal. Ich sag dir ganz ehrlich, ich find's gut. Ja. Aber wenn... Warte. Wenn du mich jetzt fragen wollen würdest, hey Bro, wo gehen wir essen? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass hierher gehen. Es gibt halt für mich bessere Spots. Ich bewerte jetzt nur das Sandwich so. Und dieses Philly Cheesesteak Sandwich ist gut. Ich sage jetzt nur für meinen Geschmack und ich liebe Zwiebeln, ist es mir trotzdem zu zwiebelig. Die Zwiebel ist viel zu hart im Vordergrund. Der Steak-Effekt fehlt mir ein bisschen. Es ist trotzdem geil käsig. Es hat mir nicht diesen Wow-Effekt gegeben. Dieses Boah. Und das kann man bei so einem Sandwich eigentlich schon ein bisschen erwarten, weil da ist Fleisch drin. Das ist Brot, Fleisch und Käse. Das sind drei Komponente. Wenn du die kombinierst, du kannst eigentlich nur gewinnen. Trotzdem cooler Laden. Nostalgieladen so. Also er kann so, wenn du in Amerika aufgewachsen bist oder keine Ahnung, wenn du schon in Amerika warst und in solchen Dinern warst, kann es auf jeden Fall krassen Effekt auf dich haben. Und das Aussehen da drin macht auf jeden Fall noch einen Pluspunkt rein. Aber wenn ich jetzt nur klar dieses Sandwich bewerte, wesig nicht. Es wird auf jeden Fall so ein Tag nach heute so ins Bett. Ich werde safe nochmal irgendwann kommen, weil
die hatten zumindest gemeint, so, hey, wir haben krasse Burger und sowas. Okay, wenn ihr krasse Burger habt, ich werde safe nochmal kommen, ich werde mit ihr auch probieren. So, ich kann nur sagen, der Laden an sich vom Aussehen ist halt einfach, nice. So, wir waren jetzt schon zweimal essen. Status aktuell. Ich kann nicht mehr. Also ich habe gesagt, meinst du das mit Fett sein? Ja, genau. Ach so, weil ich bin absolut fett zurzeit. Aber ich habe zu Randy gesagt, das ist nicht so schlimm, wenn du fett bist, aber die ganze Zeit gut gegessen hast. Ja, genau. So, wenn du gut gegessen hast und fett bist, ist gut. So, dann hast dann du fühlst du dich gut auf den. Ich habe gegessen, ich bin stolz. Ich bin diese fett, Rampe kommt fett von und stolz, weil genau. Gutes Essen. Und jetzt geht's weiter. Bruder, nein, es geht gar nicht weiter. Wir gehen jetzt erstmal gleich noch spazieren, aber wir fahren schon mal hin. Zur nächsten Empfehlung, die verrate ich euch gleich. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget. Irgendwo da vorne rechts. Unsere letzte Station für heute, Freunde. Das ist eine sehr, sehr coole Empfehlung. Und zwar wurde uns empfohlen Dubkeys. Ich weiß gerade nicht den Namen von wem, aber Kuss geht auf jeden Fall raus. Wir schauen jetzt einfach, was Dubkeys so kann. Ich sehe da drin auf jeden Fall schon eine mies dicke Auswahl an Zeug, Alter. Cookies. Draußen steht auch keine Bauchschmerzen. Mit speziellen Mehl, wärmebehandelt und ohne Ei, auch vegane Sorten erhältlich. Weiß ich jetzt persönlich nicht. Wenn du mit Bauchschmerzen kommst, was anderes, Bruder. Also Freunde, wenn ihr in den Laden reinkommt, ja, es ist wirklich ein, muss ich ehrlich sagen, ein zuckersüßer Laden. Es gibt eine Auswahl, ihr könnt auswählen zwischen klein, medium und large. Dann es gibt eine riesen Auswahl an Toppings, die da noch drauf kommen. Mal abgesehen von der riesen Auswahl von den ganzen Doughs, also diesen Teigen, die extra dafür gemacht sind, dass ihr sie roh essen könnt. Weil normalen Cookie-Teig kannst du halt nicht einfach so essen, ohne wirklich ein bisschen Bauchschmerzen oder so zu kriegen. Dann gibt es noch extra 3 bis 4 Eissorten, die ihr nehmen könnt. Und was auch sehr, sehr geil ist, die verkaufen auch noch gebackene Cookies. Diese Cookies, muss ich ehrlich sagen, sehen übertrieben gut aus. Vielleicht nehme ich noch einen mit, um den einfach so zu probieren. Aber der Laden ist zuckersüß. Sie haben so eine kleine Ecke noch eingerichtet, wo du so ein bisschen Instagram-Fotos machen kannst. Und auf der Karte ist es auch ziemlich einfach erklärt. Ihr wählt euren Teig aus, dann könnt ihr noch Toppings oder Eiscreme dazu nehmen oder beides. Dann gibt es noch Dubkeys Cookies. Ja, wo jeder Cookie kostet einfach 5,50 Euro. Was man aber auch sagen kann, ist, die Cookies sind nicht klein. Die sehen auch noch mal ein bisschen besser aus wie die von Subway. Und dann gibt es noch ein paar Getränke und Special Milkshakes. Und das ist auch im Großen und Ganzen alles. Und jetzt gehen wir zum Bestellen. Was würdest du empfehlen? Was ist so, was marschiert hier einfach? Also die Veganen gehen gut weg. Ja. Aber da musst du Zitronenkuchen mögen bei dem Lemon Cake. Oder bei Peanut Butter richtig auf Erdnussbutter stehen. Okay, jetzt habe ich aber eine andere Frage. Mhm. Dieses Vegan. Mhm. Merkt man den geschmacklichen oder Konsistenzunterschied? Konsistenz. Einfach nur mit Hafermilch gemacht und mit Margarine. Okay. Ihr bietet komplett in vegan an? Auch veganes Eis, vegan? Der Cookie Dough ist bei uns vegan. Ja. Und ansonsten halt gibt es vegane Toppings. Aber Eis ist zum Beispiel nur das Johannisbeersorbet vegan. Okay, und ansonsten Sorbet. An dem Cookie, da arbeiten wir noch dran. Also. Okay, check. Boah, stark. Hm. Merkt man aber nicht, dass vegan ist. Krass. Okay. Dann nehme ich auf jeden Fall den Lemon. Mhm. Lemon Cake ist das, gell? Nur den Lemon Cake oder willst du noch was anderes dazu? Nee, erstmal nur so clean. Okay. Genau. Oder macht man da mehr rein? Wie du willst. Also du ich kannst auch zum Beispiel halb Lemon Cake, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Oder ja. Halb Peanut Butter oder so. Okay, ich nehme erstmal nur Lemon Cake. Nur Lemon Cake? Okay. Ja. Passt so? Ja, passt. Perfekt. Hast du Toppings dazu? Ja. Boah, Alter, ihr habt ja mies viel Auswahl. Was ist das jetzt alles hier? Ja, bitte. Also unser ganzes Obstiges. Ja. Erdbeeren, Mango, Blaubeeren, Himbeeren. Ja. Und ansonsten hier alles so Schoko-Sachen. Okay, ich würde auf jeden Fall Mango nehmen. Ich würde nicht so viele schokoladigen Dinge empfehlen, ja. Weil dann schmeckt es nur noch süß. Dann ja, schmeckt ja, es ja. Das andere gar nicht mehr. Dann würde ich, sind es Kokosraspeln. Mhm. Und was ist das? Krokant. Dann krokant ein bisschen drüber. So? Mehr? Ja, passt. Okay. Perfekt. Außer Krokant noch was? Ich denke, das ist erstmal das, was ich probiere. Willst du irgendeine Soße noch dazu? Oder was habt ihr alles für Soßen? Wir haben Karamell, Strawberry, yeah. Wildberry, ja. Kaffee, Schoko und also was noch? Haselnuss, genau. Wildberry. Wildberry? Ja, ja. Okay. Schaut fresh aus, Bruder.
Muss ich mir keine Sorgen machen? Gar keine. Stark. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es schmeckt, ich bin euch ehrlich. Ich habe schon mal im Rewe oder sowas Ähnliches gesehen, dass man so kleine Eisbecher kaufen kann, die nur mit Cookie Dough gefüllt sind. Wird interessant. Hier extra, hier steht's, geh hier drauf. Keine Bauchschmerzen. Mango, Wild Berry Soße drüber, krokant und Lemon Cake. Film richtig. Und Lemon Cake Dough. Mmh. Es schmeckt geistkrank, wild, ich bin euch ehrlich. Aber es ist eine Granate. Also das essen, einmal im Jahr kann man das essen. Dann zweite Sache ist, ich habe gerade habe ich meine neuen Nike-Socken versaut. Ja, jetzt machst du meine Schuhe schmutzig hier wieder. Aber mal zum Geschmack zu kommen, ich stotter schon. Dieser Teig mit den Früchten, mit diesem Sirup und diesem crunchy Krokant drin, ist Endgegner. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr hierher kommt, bestellt euch genau so. Hast du das bestellt? Ich habe es gekauft, ja. Probier mal bitte. Das ist das Beste, was du heute... Das ist das Beste vom heutigen Tag. Wie erfrischend ist das bitte? Wow. Ja. Now we talking. Bio. Nächstes Mal Foodblog auf meinen. Mhm. Ich erzähle, wo wir gehen. Auf jeden Fall, ich blende es hier nochmal ein. Kuss geht raus an die Person, die diesen Laden empfohlen hat. Gestern eröffnet. Schaut gerne alle vorbei. Ich bin euch ehrlich. Es schmeckt. Also wer dieser süße Typ ist. Ich persönlich bin nicht immer der süße Typ. So. Manchmal geht es. Du bist ziemlich süß, Bruder. Aber ist ein super leckerer Laden. Hey, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Warte mal, ich geb dir noch einen Cookie mit. Ja, ist so. Gib dir mal noch einen Cookie mit. Okay. Was aber? Was der Beste? Es gibt keinen Besten. Sie sind alle gut. Okay, das ist eine Ansage. Aber ich würde hell präferieren. Oh, hell? Ja. Also hier einen von denen? Ja, ja. Magst du Peanut Butter oder magst du eher Macadamia? Macadamia. Mmh. Auf die Hand, oder? Dankeschön. Bitteschön. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Erfolg. Ciao, ciao. Kuss geht raus an Debkis. Boah, weißt du, wie weich dieser Cookie ist, Bruder? Macadamia ist das Geilste. Bruder, der ist auch leicht warm, ich muss ehrlich sagen. Ich habe eigentlich gedacht, ich nehme noch einen Cookie mit und ich zeige euch nicht. Aber ich werde da jetzt einmal reinbeißen, ob ihr wollt oder nicht. Also Real Talk, dieser Cookie ist auch wirklich dick. Dann unten schön oily. Sag jetzt nicht, dass ich probieren soll, weil ich kann nicht mehr, Bro. Sei ehrlich. Ich merke geisteskrank. Ich liebe Macadamia, Bro. Ich würde ganz klar persönlich sagen, das ist meine Meinung. Der erste Spot, wie hieß der? Irgendwas Mary's Garden Ding. Ey, war ein super, super krasser Spot. Den empfehle ich euch auf jeden Fall weiter. Jones, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Enttäuschung, was das Philly Cheesesteak angeht. Wir werden noch die Burger probieren. Und Dubkeys. Natürlich ist jetzt ein bisschen gehypter Laden und so. Aber die Cookies, auch diese Cookie Dough, die Eiscreme habe ich nicht probiert. Die Shakes habe ich auch noch nicht probiert. Wild. Kann ich empfehlen. Also probieren muss man schon einmal. Muss man sagen. Kurz geht raus an Iso, dass er am Start war. Checkt alle sein Instagram ab. Schön, dass dabei sein durfte. Liken und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bro, wie viel kannst du eigentlich essen? Digga, du bist doch kein Mensch, Mann. Du bist krank. Wir fangen an mit einem kleinen sachlichen Frühstück. Kein Mensch sagt es, oder sei mir ehrlich. Kein Mensch sagt sachliches Frühstück. Auf jeden Fall dürft ihr uns heute begleiten, wie wir den ganzen Tag genießen und essen werden. Das ist eigentlich auch alles so. Für alle, die jetzt so enttäuscht sind oder so, tut mir leid. Weil dein Licht verletzt. Du aus wie dein Sohn, Alter. Weil ich so groß bin. Ich könnte mich jetzt wieder hinlegen und ein bisschen pennen eigentlich. Könntest du.